Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, bei dem Erfolgsformat auf YouTube. Drei schäbige Spiele. In diesem Format geht es darum, in das Gulag der Videospielindustrie hineinzugelangen, um dort richtig schäbige Scheiße, aber dennoch eben Perlen, zutage zu fördern und diese euch zu präsentieren. Heute mit einem Sensationshauptthema, nämlich Anime. Anders als sonst, wo wir jetzt in den Shop gehen würden und gucken würden, was heute rauskam, haben wir eine hervorragende Liste. Und diese Liste werden wir jetzt durchgehen und leiden. Wir fangen an mit The Cute Fighter. Oh mein Gott. Ich wollte gerade richtig darüber herziehen, warum denn links unten jetzt diese dumme Cam ist, wo irgendjemand mit so einem Scheiß-Controller zeigt, wie er das Game zockt, und dann pausiere ich das Video und man sieht einfach ihre Buchse. Oh, ich bin da 10 Sekunden drin hier. Yeah. Yeah. Oh, Story Mode. Er? Ich kenne die alle nicht. Mach doch hier mal, was weiß ich, Sakura oder Nami oder... Komm her, du dumme Scheiße. Ich will die Kacke ausladen. Nani? Junge, er holt einen Raketenwerfer raus. Schön beim Impact. Ja, dün. Junge, da krieg ich Bock auf Kluppen, weißt du? Ja, sie war ganz nett. Aber ich fand es jetzt nicht so top-notch schäbig. Wisst ihr, wie ich meine? Also, da muss mehr kommen, finde ich. Redaktion? Waifu Warfare. Komme in der Handlung voran und kämpfe durch verschiedene Herausforderungen um den Titel der Haupt-Waifu und 5 Millionen Dollar. Was ist eigentlich eine Waifu? Ich glaube, ich weiß, was eine Waifu ist, aber die genaue Definition, das wäre doch auch mal interessant hier in diesem Rechercheformat. Waifu. Was gibt's denn da so für Bilder? Das sind wahrscheinlich dann alles, ja. Willst du das wirklich? Mein Gott. Eine Waifu ist eine weibliche fiktionale Figur, zu der eine besondere Beziehung oder Fanliebe gepflegt wird. Teilweise werden diese Figuren auch auf einen Seitenschläferkissen. Seitenschläferkissen? Digga, die machen... Hä? Das ist ein Ding, dass sie ihre Waifus da auf Kissen machen? Oder? Waifu... Pillow... Ja. Ja, dann haben wir doch was gelernt wieder, Freunde. Dann schauen wir uns jetzt mal Call of Senpai. Waifu Warfare an. Okay, ja, ja, mein Gott, ja. Leute. Okay, egal, los geht's. Haha, freuen wir uns. Waifu Warfare. Das war's. Digga, es heißt Waifu Warfare. Call of Senpai. Und literally das Einzige, was man vom Gameplay gesehen hat, ist, wie die ihren Arsch durch den Dschungel schwingen. Was sagen denn die Leute? Warum ist es so schlecht bewertet? Sieht doch top aus. An absurdly hilarious experience. Experience, Digga. To either move around with or give to your friends. Junge, wer schenkt für 79 Cent dieses Spiel auf Steam seinen Freunden? Ja, actually eine witzige Idee. Ab in Warenkorb? Als Geschenk? Stelzig. Kalle? Dalokat. Brücki. Viel Freude und schnall dich an. Abfahrt.
Die folgenden Spiele lassen sich ein bisschen zusammenfassen als lustige Puzzlespiele. Okay, dann haben wir jetzt drei Spiele, die so irgendwie Puzzlespiele sein sollen. Ich bin äußerst gespannt. Anime Armpits. It can't get better than this. Größtenteils positiv. 20 Bewertungen, okay. Ey, was es alles gibt. I mean... Ende. Ich weiß nicht. Ich meine, da fließt aber so viel Zeit rein und Mühe, actually das hier zu machen. Wer da draußen, welcher Mensch sagt sich, ist ja mega geile Idee. When is Anime Kniepitz? Das ist... Hey, average Anime Armpit Enjoyer hier. Ja, wir alle, klar, servus. I had problems playing at the start, cause the game encouraged you to play one-handed, but in the... Oh Gott, Digga. Ich will das nicht, Junge. Ich bin in einem Genre unterwegs. Die Kommentarschreibenden und die ganze Konsumerschaft davon ist ja so... Notgeil und weird. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, natürlich. Aber ja doch, irgendwo schon. Enemy Armpits. Die Leute schreiben in der Bewertung, dass sie nur mit einer Hand spielen können. Oh, weia. Richtig guter Witz. So, gucken wir uns das nächste Puzzle-Game an. Da bin ich auch schon gespannt wie ein Flitzebogen. Es heißt nämlich Furry Feet. Ist das die gleiche Mucke? Ist das auch noch von den gleichen Leuten, ja? Die haben noch mehr. Furry Feet Fantasy? Furry Femboys? Femboys? Und Anime Feet 2? Bald verfügbar. Oh, die arbeiten hier schon am nächsten Kracher. Und ich kann euch schon sagen, auch das nächste Spiel hat einen vortrefflichen Namen. Furry Reich. Junge, und dann ist da noch so ein Wolf... Emoji im Titel. Furry Reich ist ein herzerwärmendes Liebesspiel, das dich auf eine Reise mit pelzigen Offizieren in der Armee mitnimmt. Hat er gerade wer so ganz leicht im Hintergrund gestöhnt? So. Ah. Also sorry, aber die holen so weit aus. Wir haben hier einen Furry, also Wölfe, und die sind in der Armee und Offiziere und du sollst dich verlieben und das Militärleben Hand in Hand gemeinsam meistern mit deinem Furry-Reich-Offizieren, Kollegen, Digga. Und dann ist das Candy Crush. Wo ist der Verbraucherschutz? Das ist Candy Crush für, weiß ich nicht, was da die Zielgruppe ist. Ich kenne mich ja nicht aus. Das müssen wir eigentlich auch mal. Ich höre immer Furry hier und Furry da und hahaha, hopsasa. Woher kommt das? Wie ist das entstanden? Worauf basiert das? Furry. Furry ist der Sammelbegriff für eine internationale Subkultur, die an anthropomorphen Tieren in Schrift, Bild und Ton interessiert ist. Die meisten Mitglieder der Subkultur stammen aus den USA, Japan, Großbritannien und Deutschland. Hab ich da draußen Furries hier in der Community? Endlich mal Konto für euch, wa? Das heißt, es ist einfach eine Subkultur, nicht Jugend. Eine Subkultur, gibt bestimmt einige ältere Menschen, die das geil finden. Eine Subkultur, die Zeichentricktiere, Tiere, die vermenschlicht werden, toll finden. Wie kommt das? Ich will auch gar nicht drüber herziehen. Ich meine es wirklich ernst. Wie kommt man darauf? Und also warum finde ich Magic-Karten toll? Magic-Karten, da bin ich über einen Kumpel drauf gekommen. Und das kann man schön im Alltag spielen. Kartenspiele machen Spaß. Und wahrscheinlich können die genau das Gleiche über sich sagen. Dass sie sagen, ja, ich beschäftige mich mit vermenschlichten Tieren und das ist cool. Das ist, Entschuldigung, ich finde das einfach so phänomenal. Es ist für mich so absurd. Aber dass das so ins Sexuelle geht, ist ja da erstmal außen vor genommen, right? So, aber der Trailer war jetzt auch wieder mega scheiße. Herr Officer Helga? Okay. Junge, sind das... Baka. Das sind... Onichan. Digga, die haben... Kawaii. ...Klamotten an. What? What? Hä? Jetzt wird's aber langsam. Digga, das sind... Arschugaigen. Wölfe. Vermenschlicht.
What? Arsch! Digga, oh, das ist nochmal ein anderes Spiel. Love with Fury. Aber das ist auch wieder Kawaii. Klamotte. Schwarze Uniform hier, rote Armbinde, Totenkopf oben. Was? Die, oh, wait, die ziehen sich aus, wenn man Progress hat. Digga, ja, hier kommt eine Combo. Dann fliegen da so Effekte hin. Bitte zieh nicht aus, zieh nicht aus! Okay, erstmal oben. Ich muss das jemand zeigen. Ich kann das nicht alleine verarbeiten. Setz dich mal hin. Also. Es. Also, das ist auf Steam. Pass auf, aber fällt dir was? Fällt dir noch was auf so an. David Friedmann. Das heißt der Fuchs. Ja, aber die Musik ist war schon entspannt. Also, ja. Das ist. Ich muss mir so eine Scheiße hier reinziehen. Am laufenden Band, Junge. Wehrmacht Officer steht ja auch einfach so da. Was? Das steht da? Das steht da einfach. Da, Jewish. Also, die reden. We chased you for a long time. Und dann sagt er, der gechased wurde, Friedmann, wahrscheinlich einen. We know you are a Jewish spy called Ayan. Ey, das ist einfach. So, Freunde, das war toll. Das nächste Spiel hat es vielleicht auch in sich. Ich kann leider nicht sagen, wie das heißt. Es gibt einen Frühlingstag. Was ist so schwer daran, einfach mal euer Spiel zu präsentieren, sodass man Eindruck bekommt, was ein beim Gameplay erwartet? Wie soll man denn auf Basis dieses Videos eine Kaufentscheidung treffen? Ich weiß ja legit nicht, wie das Spiel ist. Jetzt hör auf! Dieses Spiel ist ein visuelles Romanspiel über einige Frühlingstage, an denen ein sensibles Mädchen einen Oberschichtsmann trifft. Okay. Die Spielzeit ist sehr kurz, etwa 10 Minuten. Etwa 20 Standbilder. Hä? Warum schreibt man das da hin? Spiel ist übrigens ein bisschen scheiße. Ungefähr so scheiße. Okay, bei den Dingern lohnt sich natürlich auch immer nochmal in die genauere Beschreibung zu schauen. Jeden Tag gehe ich in eine nahegelegene Schule und treffe mich mit meinen Freunden. Das macht Spaß. Okay, warte, Moment. Jeden Tag gehe ich in eine nahegelegene Schule, treffe mich mit meinen Freunden. Das macht Spaß, yeah. Nichts Besonderes schlecht, nichts Besonderes gut, das Gewöhnliche. Ich lebe ein gewöhnliches Leben und es war auf eine Art ein lustiges Leben. Es macht Spaß, jedoch nicht. Es gibt jedoch ein schwer fassbares Gefühl der Inkongruenz, das aus den Lücken friedlichen Eingang. Also das spielen wir nicht. Wie soll ich denn auf drei Spiele kommen? Die sind alle scheiße. Drop one NPC to another. Dies ist ein 2D-Aktspiel und auch ein Fitnessspiel. Ihr Ziel ist es, einen NPC mit sich selbst zu kollidieren oder zu ziehen, ihn mit einem anderen NPC kollidieren zu lassen, und er hat auch Freizeit für sie, um ihren Körper zu trainieren. Also das ist jetzt wirklich der Moment, wo ich einfach nichts mehr verstehe. Ist das eine beschissene Scheiße? Das muss in den Einkaufswagen. So, last but not least haben wir. This is a mystery game, but watch out for spoilers.
Das ist, Leute, ich kann das alles nicht mehr. Man muss jetzt auch mal langsam auf meine Gesundheit achten. Ich werde dieses Jahr 31 und muss mir diese dumme Scheiße reinziehen. Oder? Hallo? Ey! Fart Girl? Furzmädchen ist ein 3D-Spiel mit verschiedenen Herausforderungen und einzigartigen Stufen. Ist wieder richtig geil übersetzt, Digga. Ist ähnlich wie Karten of Bandan 2 und One Piece Odyssey. Kommt im Warenkorb, da haben wir unser drittes Game. Hammer. Ja! Call of Senpai Waifu Warfare. Neues Spiel. Hey Miki, let's go, we're late. So, you've been preparing. Du, wer ist er denn? Warum redet er so? Damn it, Minori. It didn't even prepare. You could not. I'm going to win. You could know that one that I'm dancing for me. Er redet wie so ein. Weiß ich nicht. Wie fährt er denn auch Auto? Stop. Your number is. Welcome. Yes, I see. You are the last. Please park right here. Oh, okay. Thanks. So, I'd be waiting outside you. Oh mein Gott, ist das bad. Drücken Sie 2, um das Telefon herauszuziehen. Auf dem Telefon können Sie alle aktiven Ziele sehen. Gut, 2. So ist Handy raus. Ja, und jetzt da hinten ist mein Ziel. Okay, aber hier steht ja eine krasse Karre. Kann ich da irgendwie einsteigen? Nö. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt zu meinem Hauptziel. Warum hat die denn... Also das ist ja schon... Ich verstehe die Art von Rock nicht. Na gut, da kannst du auch kein... Na, ach, Minori, what's going on? Miki and Minori, I'm so sorry. Some bum broke into your room last night and left everything to hell. We didn't have time to clean up. Ich kann diese Cutscenes nicht. Can Was ist das? Sometimes I feel normally, but sometimes I am a little bit confused about video games that I am playing. Die wollen in der Dusche ficken? Scheiße, Digga. Was mache ich mit meinem Leben? Ich habe übrigens noch nichts, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel darauf geachtet, bin ich auch ehrlich, was die sagen. Ne? Aber es ist auch irgendwo eine Qual, denen zuzuhören. So, wo soll ich, warum soll ich jetzt hier hin und überhaupt? Und guck mal, ich kann durchgucken. Ja, Qualitätsprüfer bin ich. Das kenne ich aus dem Trailer. Super. Hey, Vicky, come here. That Jerry, he's tell people. Very nice, Vicky. The first challenge of my for survival. You have to restart on a toy-gun. Digga, wird das immer schlimmer? Mach dich bereit für die erste Herausforderung. Ich empfehle, dass Sie Vicky einen Badeanzug anziehen. Sie können hier jederzeit wechseln. Also, ich soll jetzt einen Badeanzug anziehen. Und da ist die erste Prüfung. Ich will ja das Super-Waifu werden. 161, ja gut, dann lassen wir da wieder hin. Also man kann wohl seinen Charakter erstellen und den auch sehr nackt machen. Ei, Gehäusetyp. Bikini-Größe, das Übliche. Oh mein Gott. Mhm. Also muss ich das? Checkt das das Spiel überhaupt, was ich anhab? Nein, oder? Ich mal es einfach mal wieder so.
tolle Customization, I guess. So, erste Challenge. Ich habe mich umgezogen. Nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alt, Steuerung, Leertaste, Rechtsklick, Linksklick. Hier passiert nichts. Also die ist gestorben, klar. Oder Herzinfarkt. Wie geht sie denn auch? Was passiert denn hier? Hä, die killt mich. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Eins, zwei. Hä, was macht sie jetzt mit ihrem Arm? Hä, schießt sie, aber die Animation ist nicht da? Also ich höre... Tatsache, ich schieße, ich sehe es nur nicht. Man sieht weder Schüsse, noch hat man irgendwie einen ordentlichen Impact-Sound. Noch irgend... Also man sieht ja gar nichts. Man hört nur, sie ist ganz leise. Das ist so eine geile Challenge. Oh Gott, die engagiert mich. Oh Gott. Ah! Hilfe! Ich bin hier die Main-Waifu, das ist klar, Digga. Kein Waifu kommt an mich ran, Junge. Klasse, geiles Gameplay. Boom, let's go! Wo ist die letzte Troller, die ich wegslayen werde, da? It was cool. I bet $100 on you and I won the world the 300. Was ist er für ein Loser? It was cool and I bet $100 on you and... I press Alt F4 vielleicht. Das war richtig scheiße. Das war komplett scheiße. Für 79 Cent kommt man hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Die Dialoge sind einfühlsam und spannend gestaltet. Gerade das Voice Acting ist ein wahrer Genuss. Müsst ihr wissen. Kommentare erlauben? Nein. Tschüss. Dalokat hat Call of Senpai Waifu Warfare zur Bibliothek hinzugefügt. Junge, mein Auge, das dreht sich, das wölbt sich gerade nach innen. Was zum Fick bin ich sehend? So, ich hole NPC zweimal ran. Toller Baum auch unten. Geht über den Vulkan, so. Digga, was ist das? Jetzt mal ehrlich. Was ist das denn für ein beschissenes Kackspiel? Ich verstehe dieses Spiel überhaupt gar nicht. Ich buche mir jetzt einen Therapieplatz. Müsst ihr wissen. Kommentare erlauben. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Ja, 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 ja. Leute, wir können jetzt erfahren, was Furzmädchen in anderen Sprachen, also auf Türkisch zum Beispiel, also Ruglu Kies, finde ein U-Boot, Herausforderung, du bist Fahrtgirl. Hey, ist ein YouTube-Link. Ich habe da nur drauf geklickt, auf den Link. Ist jetzt Malware installiert, Digga? Also wenn ich W drücke, geht sie nach hinten. Ich habe literally W gedrückt.
Also ich muss S drücken, dann rennt sie rückwärts nach vorne. Nein, bitte. S. Was? Was? Was passiert denn hier bitte? Hallo? Jetzt geht's, ich drück W. Es geht auf einmal. Ah, nein! Geil, geschafft. Scheiße. Was jetzt hier Phase genau ist? Was soll das furzen? Ich furze mal ab und zu, weil ich denke, vielleicht gibt es mehr Auftrieb oder so. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend neue Sachen, die gibt es überall zu sehen. Ich schaff's. Ja, F. Ich roll mich einfach nur da rein, ja? Oder? Oh. So. Oh, jetzt aber easy, oder? Leute, was soll ich machen? Es ist einfach nur Müll. Ich furze mal richtig rein. Das ist doch nicht real. Das ist doch unspielbar. Also ich sehe jetzt erst gerade, es gibt andere Level. Zum Beispiel die Haiinsel. Aufgehangen? Ja, aufgehangen. Und damit kommen wir zur Rezension. Ein Geniestreich. Abwechslungsreiche Level, wenn sie denn funktionieren. Sowie ein toller Soundtrack, aber nur unter Wasser. Hinzu kommt, dass man im Spiel lernt, was Furzmädchen auf allerlei Sprachen heißt. Achtung, es könnte sein, dass es sich bei diesem Spiel um Malware handelt. Müsst ihr wissen. Das kann ich leider nicht empfehlen, weil es war größtenteils nicht spielbar. Ne? Toll. Mensch, das Spiel hat mir doch glatt den Rest gegeben. Lasst gerne ein Like da, empfiehlt mich euren Freunden, abonniert gerne und wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Video. Ich gehe jetzt duschen.